Herzlich willkommen hier auf dem Stand der Deutschen Vernetzungsstelle Ländliche Räume, hier im Namen des Bundesministeriums für Landwirtschaft, Ernährung und Verbraucherschutz. Wir wollen Ihnen 4 tolle Projekte vorstellen, die Ihnen vielleicht klar machen, dass Menschen auf dem Land mit ihren Ideen, wenn sie verwirklicht sind, eine unglaubliche Lust auf dieses Land machen. Freuen Sie sich auf diese 4 Projekte auf unserem Stand und sind Sie herzlich willkommen. Meine Damen und Herren, begrüßen Sie ganz einfach den Chef der Deutschen Vernetzungsstelle Ländliche Räume, Jan Swoboda. Also die Deutsche Vernetzungsstelle Ländliche Räume, die beschäftigt sich eben mit ländlichen Räumen und den Ideen, die dort entwickelt werden. Ne? Denn ländliche Räume sind natürlich im Unterschied zur Stadt nicht so dicht besiedelt. Und man muss die Menschen, die dort aktiv sind, zusammenbringen, helfen dabei zusammenzubringen und dann eben ihre Ideen versuchen umzusetzen. Frau Schneiders, da ist ja eine Menge passiert. Ihr seid am Stand der Deutschen Vernetzungsstelle Ländliche Räume. Ganz genau. Weil, ich glaube, ihr habt was ganz Ungewöhnliches getan. Wir haben uns nämlich zusammengeschlossen. Zum einen kann man sagen, zusammengeschlossen mit den Verbandsgemeinden und zum anderen gibt es eine Genossenschaft bei uns. Angefangen hat es vor 2 Jahren etwa mit 14 Betrieben. Mittlerweile sind wir sogar schon 38. Also man merkt, es wächst und gedeiht. Und dazu gehören die Hotelbetriebe, Gastronomen, aber auch, und das ist jetzt der Clou, auch unsere Ärzte, Therapeuten, Kliniken. Also es ist ganz klar ein medizinischer Aspekt, der da noch mit reinkommt. Da liegt also auf jeden Fall unsere Besonderheit. Man macht Urlaub, wohnt im Hotel und lässt sich einfach trotzdem vom Chefarzt im Hotel behandeln. Wir haben ja auch im Gesundland Vulkaneifel eine therapeutische Landschaft. Das muss man ja auch nochmal dazu sagen. Ne? Therapeutisch klingt im ersten Moment immer so, naja, ich habe ja gar nichts. Genau das ist es. Lassen Sie die Natur auf sich wirken, damit es eben auch so bleibt, damit Sie gesund bleiben. Und wenn doch ein bisschen schon was da ist, dann lassen Sie einfach die Natur auf sich wirken und werden wieder gesund. Ist nämlich erwiesen, ich weiß nicht, ob du es wusstest, so ein Blick über eine hügelige Landschaft wirkt sich positiv auf den Blutdruck aus. Walsgaard. Was ist Walsgaard? Dort ist von diesem Verein in 4-jähriger Bauzeit mit über 7000 Freiwilligenstunden, ohne, also kostenlosen ehrenamtlichen Freiwilligenstunden, ist dort eine bemerkenswerte Hofanlage entstanden, die zeigt die Baukunst des Mittelalters in der Zeit von 700 bis 1100 nach Christus. Insgesamt ist der Verein bemüht, authentisch zu sein. Und wir haben zum 8. Mal in diesem Jahr ein mittelalterliches Treiben bei uns dort auf der Anlage. Und so mancher der Aussteller musste wieder von dann ziehen, weil er nicht authentisch war. Wir werden jetzt einiges erleben, was uns die Wikinger in ihrer Authentizität wirklich um einiges näher bringen. Alles Weitere gerne von dir. Was glaubst du, werden wir jetzt sehen? Also wir machen nicht nur Handwerk, sondern wollen uns natürlich auch ein bisschen weiter bewegen und deshalb machen wir auch Sport, der uns natürlich allen ganz viel Spaß macht. Ihr seht schon, das sind nicht nur einfach irgendwelche Choreografien, sondern das ist Freikampf. Es sind keine Absprachen, es gibt bestimmte Regeln, nach denen wir uns halten müssen. Aber jeder Schlag kommt aus dem Gefühl und kommt zum Teil mit Wucht, da wo abgepanzert ist. Ansonsten wird er kurz vorher abgebrochen. Du als praktisch Vorstand dieser offenen Höfe, kannst du uns mal kurz einen Einblick geben, was die Idee da war und was ihr gerade macht? Also die Idee ist vor 5 Jahren ungefähr, 2007 geboren. Die Naturparkverwaltung und 2-3 Landwirte wollten doch nochmal weiter Schritte vorangehen, sich untereinander zu vernetzen, Produkte gemeinsam an den Markt zu bringen,
die Werbung gemeinsam zu gestalten. Und so ist nach einem Jahr mit Hilfe der LAG Teltow Fleming, Flemingsgate sowie der LAG Potsdam Mittelmark jeweils, kleiner Zufall, 10 Betriebe aus dem Landkreis Teltow Fleming, 10 Betriebe aus dem Landkreis Potsdam Mittelmark, die sich zusammengefunden haben und gesagt haben: Ja, wir möchten gemeinsam vermarkten. Wir haben grundsätzlich die gleichen Ideen. Wir möchten auch nicht nur gemeinsam vermarkten, sondern wir möchten auch den Kunden, den Interessierten, das Ganze öffentlich zugänglich machen. Daher der Name Offene Höfe. Und zweimal im Jahr haben sie auch die Möglichkeit, an besonderen Tagen, jeweils am ersten Sonntag im Mai und im November, unsere Höfe zu besuchen und die gläserne Produktion vor Ort zu sehen und uns zu fragen, was macht ihr denn da, wo kommt's her und wie hier auch zu verkosten. Sie müssen sich vorstellen, vor gut 20 Jahren gab es tatsächlich den klar definierten Plan und dieses sehr unschöne Wort, Vulko wird totgewohnt. Aber man hatte damals schon nicht gerechnet, vor der Wende und vielleicht auch nicht nach der Wende, dass die Menschen dort in diesem Ort einfach gesagt haben, nein, das ist unser Zuhause, das ist unser ländlicher Raum, wir wollen hier bleiben. Und umso mehr freue ich mich jetzt hier mit Herrn Merk jemanden zu haben, der mir natürlich auch dazu etwas sagen kann. Was das Besondere ist, Vulko ist nicht ein Aussteigerdorf oder ein besonderes Dorf. Ist auch nicht besonders schön. Es ist ein ganz normales Dorf, was ein Riesenproblem hatte, dass nämlich der Arbeitgeber, der die Hälfte der Leute beschäftigt hat, weg war. Und das Besondere ist, glaube ich, aus so einem normalen Dorf zu gucken, was kann man da draus machen. Wir haben einen Geigenbauer, wir haben einen Tierarzt, wir haben einen Landwirtschaftsbetrieb, wir haben eben einen Kindergarten, der Arbeitsplätze schafft. Wir sind im Netzwerk Lebendige Dörfer. Wir freuen uns deshalb auch, dass wir eingeladen wurden von der Vernetzungsstelle, weil das ist eigentlich genau unser Thema. Erfahrungen sammeln, weitergeben und aber auch von anderen lernen. Das finde ich ein guter Ansatz, der kostet auch nichts übrigens.